Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zurück hier auf dem YouTube-Kanal von Seekraut. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und diesmal werden wir zusammen Kisten aufmachen. Wargaming hat mir dankenswerterweise 15 Premium-Kisten zur Verfügung gestellt, die sind quasi gesponsert, das möchte ich gleich von vornherein sagen. Ich glaube persönlich zwar nicht daran, dass hier irgendjemand bevorteiligt wird, in dem Sinne, dass da andere Inhalte drin sind, als wenn ihr die Kisten selber kauft. Aber ja, ich möchte trotzdem der Vollständigkeit halber erwähnen. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier, sind wir ja gerade in diesem wundervollen Hafen Taranto, der jetzt neu im Spiel enthalten ist, hier mal rüber zu unserem Frachtschiff und machen uns da auf den Weg mit so einem schicken Zoom. Und da stehen die 15 Kisten drin. Ich persönlich hoffe, dass ich da den ein oder anderen Auftrag für italienische Forschungsschiffe zusammenbekomme. Am liebsten natürlich den Forschungsauftrag für die Amalfi. Und ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Let's go, würde ich sagen. Gucken wir mal. Also, ersten Container. Und da haben wir 50 Token, 7 Special Tarnung hier. Die haben EP 100% dazu, 50% Kapitäns-EP und 100% Free-XP. Dann gibt es die Drachenflagge hier, 10 Stück. Oh, ziemlich cool. Sehr gut, machen wir weiter. Der 13. Container sozusagen, oder der 14. eigentlich. Oder sollte man zweiter sagen? Ich glaube eher der zweite, ne? Nochmal das gleiche, bloß andere Signale. Der 3. Container folgt. Und komm. Ich möchte einen Plan haben. Gebt mir einen Plan, bitte. Basilisk. Der Rest ist deckungsgleich. Ihr wisst ja, die Random-Drop-Technik hier. Wavern 10 Stück. Und jetzt gehen wir nochmal raus, wählen nochmal ein anderes Schiffchen aus. Und gehen dann wieder hin, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht ein bisschen Glück haben. Ja, ist aber, glaube ich, weiß. So, hier haben wir dann Leviathan dabei und dann öffnen wir die nächste Kiste. Und dann haben wir Skylla dabei. Weiter geht's wieder mit Leviathan. Also jetzt wäre ich aber langsam nervös. Ich hoffe doch wenigstens einen einzigen Auftrag rausziehen zu dürfen. Dann haben wir hier wieder Ouroboros. Der Rest ist ja immer gleich, diese Marken, die kann man ja dann einsetzen. Und dann haben wir Roter Drache. Gibt's doch gar nicht. Und wieder Skiller. Jetzt haben wir noch 5 Container, die verbleiben. Wir können mal ganz kurz gucken, was es in der Waffenkammer für diese Marken gibt. Damit wir hier... wofür wir die dann einlösen können. 500 Stück haben wir. Wir haben Premium-Spielzeit. Wir können weitere Container uns organisieren. Das sind dann die Standard-Container. Wir haben hier Regina Marina. Dann gibt es besondere Tarnung für die Trento, Zara, Amalfi und so weiter. Ja, okay. Und dann gibt es hier noch diese Zufallspakete. 22 Stück. Dafür kann man dann auch so eine Token einsetzen, glaube ich. Ein Paket kriegt man gratis. Danach muss man 70 Token einsetzen. Okay. Okay, los, auf zu den letzten 5. Container öffnen. Komm. Hype. Ach, und da ist er. Da ist er. Und zwar für Raimondo Montecuccoli. Den haben wir schon mal. Sehr cool. 5er Kreuzer ist das dann. Wenn ich mich recht entsinne. Dublonen, sehr schön. Typ 59. Die kann man immer gut gebrauchen. Das sind ganz hervorragende Tarnungen. Und da sind nochmal Dublonen dabei und Typ 59, alles klar. Dankeschön. Dann haben wir nochmal Hydra und das ist wieder das Standardpaket. Wir sollten, glaube ich, nochmal in Store gucken. Ebenfalls hat das echt geholfen. Ich weiß, das ist ein bisschen Spinnerei, was ich hier mache, aber... ja, keine Ahnung. Eben hat er den Plan gebracht. Ist natürlich, wie gesagt, echt, ja, Aberglaube, sage ich jetzt mal. Und diesmal gibt es dann Roter Drache und der letzte Container beinhaltet dann ja, keinen weiteren Plan. Hydra. Und dann sind alle 15 Container geöffnet. Ich würde jetzt sagen, ich denke, das ist einigermaßen repräsentativ.
Auch für diejenigen, die irgendwie böse dahinter denken oder zumindest ein Bedenken haben. Ja, also ich drücke euch auf jeden Fall mehr die Daumen, dass ihr aus euren Containern, wenn ihr denn welche kauft, ja, den ein oder anderen Plan mehr zieht, vielleicht auch von einer höheren Tierstufe oder so. Ja, in dem Sinne, ich sage einfach danke für eure Zeit, dass ihr die 5 Minuten, 6 Minuten reingeschaut habt. Wenn das Video euch gefallen hat und mehr davon sehen wollt, einfach einen Daumen nach oben da lassen, gerne auch einen Kommentar unten, ja, was ihr so denkt, und dann ja ein Abo natürlich und die Glocke drücken, damit ihr kein Video hier mehr verpasst. Denkt daran, wir haben ja auch immer wieder Livestreams bei YouTube und da gibt es eben auch nur bei YouTube unsere Giveaways. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.